Der Bierkönig am Ballermann. Auf der Bühne performt Schlagersängerin Mia Julia. Als die Party richtig im Gange ist, buhen die Gäste plötzlich. Die Sängerin schaut sich verwirrt um. Dann? Eine Gruppe Neonazis hat die Reichskriegsflagge an einem Balkon aufgehängt. Ein gängiges Symbol in rechtsextremen Kreisen. Häufig wird sie auf Demonstrationen der NPD und Pegida geschwenkt. Verboten ist die Version mit dem eisernen Kreuz in der Mitte nicht. Trotzdem zeigen die Gäste im Bierkönig, was sie davon halten. Und nach rund einer Viertelstunde werfen Sicherheitskräfte die rund 15 Männer dann wirklich raus. An Sängerin Mia Julia geht der Vorfall nicht spurlos vorbei. Es ist einfach krass gewesen. Ich weiß gar nicht, mir fehlen einfach die Worte, was dieses Thema auch angeht. Lasst uns doch einfach glücklich miteinander und friedlich miteinander umgehen. Doch offenbar ist das nicht der erste Vorfall dieser Art am Ballermann. In der Vergangenheit kam es mehrfach zu Schlägereien zwischen Urlaubern und afrikanischen Straßenverkäufern. Die Polizei vermutet auch hier fremdenfeindliche Motive und kündigte nun erhöhte Wachsamkeit an. Besonders absurd, die Nazis im Bierkönig, wohlbemerkt selbst als Touristen im Ausland, sollen auch Ausländer rausgerufen haben. Am Ende mussten sie ihrer eigenen Aufforderung folgen. Nicht als Ausländer, sondern Fremdenfeinde.